Ey, ist alles im Lot? Ja, heute machen wir ein Kräutergärtchen, das habe ich in der letzten Folge angekündigt. Muss ich mal gucken gerade. Du, ich weiß noch nicht genau, welche Kräuterlis wir hier anbauen, was man hier so alles machen kann und was sich alles so für die Heilkunde eignet. Ja, aber wir werden schon was finden. Oh, wer denn hier wieder? Oh, siehst du, wenn man so ungesund lebt, dann verliert man natürlich auch Körperteile. Diese Eingeborenen hier überall, die... Du, ich glaube, die haben voll Kalziummangel, ja. Und ja, der große Jar, der wird's richten und auf jeden Fall der große Jar ist für uns da. Und deswegen, ich laufe hier noch dreimal ums Haus, einfach weil ich, du, ich bin voll irritiert, was ich hier, wieso, was ist das hier für eine Flüssigkeit? Du, da ist Teer, ey, das ist eine Teergrube, das ist voll nicht gut für die Wildnis. Oh Mist. Jetzt habe ich mich aus Versehen, Entschuldigung, was war das für eine Stimme? Aber hallo und herzlich willkommen zurück bei Los Forestos, Domestos, Popestos. Wieso haben wir denn so ein Viech bei uns in der Wohnung? Das mag ich nicht leiden und genauso wenig mag ich leiden, dass hier die ganzen Beine noch rumliegen, der ganze Scheiß. Dass man das nicht einfach wegschmeißen kann, das ist ärgerlich. So, ich meine, natürlich können wir die Sachen aus dem Inventar wegschmeißen, aber das ist ja viel zu umständlich. Das wäre mir nicht einfach genug. So, hey Vogel. Mist. So, die Frage ist dann natürlich wirklich, welche Kräuter bauen wir an, welche Kräuter lohnen sich, welche Kräuter soll man machen? Das weiß ich nämlich selber nicht. Ich könnte hier zum Beispiel nochmal hier so eine Kräuterecke hinbauen, ne? Da würde ich gerne dann noch hier so ein Dingens hinbauen. Das mit dem Baum ist ganz cool, das ist irgendwie wie so ein... Ich probiere mal gerade was. Einfach nur mal so just for fun. Einfach nur mal just for fun, weil ich es probieren kann. Denn ich bin ein kleines Vögelchen, das ausgeflogen ist. Yeah. So zum Beispiel, das wäre doch eigentlich ganz cool, weil wir da oben auch nochmal so, oder? Gut, ich meine, hier kämen wir überhaupt nicht hoch, weil das genau ins Effigy geht. Das ist ein bisschen blöd vielleicht, aber ganz ehrlich, ich finde das irgendwie cool. Wenn wir da dann direkt auch noch so eine Wohnstätte hätten, dann können wir wahlweise oben oder unten pennen. Wir müssen aber erstmal natürlich das Ding da hinten fertig machen, das ist mir schon sehr klar. Wir haben ja echt viel vorgenommen. Und ich würde gerne dann noch tatsächlich, wenn wir schon mal hier sind, ja, wenn wir schon mal hier sind, dann bleiben wir auch da. Wenn wir schon mal hier sind, dann treiben wir es wunderbar. Machen wir es wunderbar. Entschuldigung, bei Treiben denken alle Leute gleich wieder, ne, und so. Mir treiben gesagt. So. Okay, wenn ich das jetzt da hinsetzen kann, das scheint ja zu klappen. Das heißt, ich kann den Wall hier einfach mal verlängern. 6 Baumstämme brauchen wir dafür. Ich glaube, die haben wir zufällig auch noch übrig. Wir werden eh noch ein paar Baumstämme brauchen, glaube ich. So, ich mache erstmal den Wall. Und dann mache ich mal... So. So, das waren 6. Hat perfekt geklappt. So, da müssen wir erstmal hier rum. Erinnert mich gerade irgendwie an Rust, ich weiß nicht warum. Und hier sieht es sogar fast perfekt aus. Und hier bauen wir dann den Kräutergarten. Der ist dann so ein bisschen versteckt, so abseits der Hütte. Den müssen wir nicht unbedingt direkt erreichen. Wobei, eigentlich wäre es schön, wenn wir den von drin erreichen könnten. Aber egal. Wir nehmen, was wir kriegen können. Wo war denn das? Custom Foundation, das müssen wir auch mal, Experimental Walls, geil, müssen wir alles noch ausprobieren, verdammte Scheiße. Wooden Path, da können wir also aus Erde einen Path machen. Und eine Woodbench, da kriegt man wohl Ausdauer schneller zurück. Die Traps kennen wir ja auch schon, die haben wir schon hier und da mal gemacht. Small Garden, gibt es auch einen Large Garden? Nein. Es gibt nur einen Small Garden. So, den rotate ich mal ein bisschen ran und dann hier so. Und dann nochmal ein Small Garden. Hier, warte. So, oder mache ich den dann direkt so? Nee, den mache ich dann so da dran. Ach, gucke mal. Nein. Verdammt, das ist aber manchmal ein bisschen... Okay. Kaninchen haben wir, das kommt natürlich bei uns da rein und ich glaube, je mehr wir da reinsetzen, ich habe trotzdem das Gefühl, dass die sich dann vermehren. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es wäre auf jeden Fall realistisch, wenn die Kanickel anfangen zu rammeln, dann aber richtig.
So, theoretisch. Ich frage mich, ob ich das jetzt hier in diese Länge... Ich mache erstmal zwei, ne? Zwei reichen ja hoffentlich erstmal. Dafür brauchen wir vier Loks. Die kriegen wir doch bestimmt irgendwie hin. Vier Loks, vier Loks, vier Loks. Jabba dabba da, jabba dabba da. Wo habe ich eigentlich... Wo ist denn das Ding geparkt gerade? Ach, das habe ich, glaube ich, da hinten, weil da ja die Ureinwohner kamen, ne? Die Kannibalen. Da brennt immer noch ein Zweig. Oder irgendwas in der Luft. Ich weiß es gar nicht so richtig. Hier ist er. Okay, dann schieben wir den mal ein bisschen nach vorne. Ich weiß, da ist gleich wieder einer. Hallo? Hä? Das lässt ja nicht los. Mann. So, hier, hallo? Weißt du was? Einen lasse ich liegen. Der sieht mich gerade nicht, das ist gut. Ich dachte gerade schon eventuell... So, jetzt ziehe ich mich mal zurück, im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht nur mich, sondern auch den Wagen ziehe ich zurück. Und dann... Und mit den vier Loks, die wir noch übrig haben, würde ich sagen, machen wir mal unsere kleinen Felder. Dann haben wir die auch gleich umgesetzt. Und das Ding da oben drauf... Alter, wird für das Hochhaus, für das Megaprojekt, was wir ja machen. So, dann drehe ich mich mal ganz kurz um. Hallo, ich sehe nichts. Das ist mal ein bisschen blöd mit diesem Sonnenblenden, dass man dann wirklich teilweise gar nichts sieht. So, der bleibt hier stehen. Ne, toll, der bleibt ja super hier stehen. Ich renne mal kurz darüber. So, die Frage ist natürlich, können wir uns aussuchen, welches Kräuterli wir da reinballern? Can be used, eat, Marigold, combine, can be used in crafting. Ich weiß nämlich nicht, was wir jetzt hier anbauen. E. Jetzt habe ich mit E irgendwas gedrückt, aber ich habe, wir haben ja keine Wahl darüber, was wir da anbauen wollen. Das ist irgendwie komisch. Na gut, oder, ach nee, jetzt baut man ja, glaube ich, nicht die Kräuter an, sondern die Samen, ne? Ich glaube, das macht man doch jetzt anders. Ich guck mal ganz kurz. Haben wir noch Sämenchen? Seeds. Use in garden to grow plants. Die kann ich aber nicht aktivieren. Das heißt, wir bauen die einfach so an und gucken, was dabei rauskommt. Und wir haben auch keine Samen mehr. Das heißt, zwei Beete sind genug. Ich hätte fast noch gern hier ein Feuerchen, aber ich glaube, vielleicht reicht ja dieses hier. Ich weiß es gar nicht. Da hinten brennt es noch. Ich glaube, die Feuer, die wir anzünden, die brennen auch irgendwie unendlich. Ich dachte gerade, der Hoppelmann geht in die... Fall... Nein. So, naja, guck mal, das reicht ja doch für hier. So, jetzt haben wir da oben nur, wo ist das? Ach, ein Bein. Jetzt haben wir da oben natürlich einen riesen Moloch drauf. 32 Holz, ich weiß gar nicht, wo ich die noch herkriegen soll. Wir müssten, also Sticks kriege ich auf jeden Fall hin, aber 32 Holz. So, sticke die Sticks. Das hier... Ach, Coins. Okay, keine Ahnung, wie die hierher kommen. Da hinten brennt es noch. Und das hier wäre natürlich eine riesige Hütte. Können wir das Effigy vielleicht wieder abreißen hinterher? Ich weiß es gar nicht. So, wir gehen mal hier unten nach Hause. Da ist gerade ein Karnickel bei der Falle. Jetzt ist es abgehauen. Okay, na gut. Wir haben drei Karnickelchen bei uns. Ich hoffe, das reicht auch erstmal. Ich mache uns nochmal ein wärmendes Feuerchen an und ich würde sagen, low energy, eat something. Ja, naja, gut. Ich würde sagen, ich schlafe erstmal ganz kurz eine Nacht drüber. Ey, nimm eine Mütze voll Schlaf. Nimm eine Mütze voll Schlaf. Wann ich das darf. Dieses Leben ist schon anstrengend genug. Und wenn du keinen Schlaf kriegst, dann bist du nicht sehr klug. K-L-U-K. Denn ich rauche gerne frische Kräuter. Frische Kräuter dreh ich mir gern ein. Ich rauche mir gerne frische Kräuter. Denn es hilft mir beim Überleben und beim Intelligentsein. So, kann ich jetzt, also natürlich, ich rede ja von Origami. Und Basilikum. Hallo, kann ich da? Da ist noch ein Plus. So. Coneflower collected. Aber ich habe doch jetzt wieder Samen, die ich ausbringen kann, ne? Ich bin noch Aloe Vera collected. Das ist natürlich cool.
Ich frage mich, ob ich die vielleicht wachsen lassen soll. Die verschwinden hier so schnell, die kommen hier so schnell und verschwinden dann gleich wieder so schnell. Hallo? So, hier liegt noch ein Zähnchen. Da liegt noch ein Häschen. Ist ja keins von unseren, da muss ich kein schlechtes Gewissen haben. Unsere sind süß. Ja, die ernähren sich von Füßen. Ja. Ein bisschen Fleisch. Ich dachte mir, ein bisschen normales Fleisch können wir ja auch mal wieder auf die Waage bringen. Was wir dringend brauchen jetzt... Da drüben ist wieder eine Patrouille. Och, nö. Die kommen aber zum Glück nicht hierher. Okay, ich bin froh, wenn die mich hier, wenn die uns hier alle in Frieden lassen. Ich würde gerne den Zaun tatsächlich ein bisschen verbreitern, dass die gar nicht erst ankommen. Das wäre schön, wenn wir irgendwann den Zaun so machen können und dann haben wir hier tatsächlich, dann haben wir irgendwann ein riesiges Lager hier. Mist. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man so ein Eichhörnchen kriegt, was das erbringt. Toll. Ich habe keine Ahnung. Irgendwann kriegen wir die mal. Vielleicht müssen wir da besser schießen oder irgendwas. Oder überhaupt mal einen Bogen herstellen. Keine Ahnung, was dafür nötig ist, das Ding zu fangen. Eine Hasenfalle funktioniert offenbar nicht. Da haben wir noch ein Zähnchen. Da haben wir noch irgendwelche ekligen Sachen, die wir nicht brauchen. Ja, hier Kräutergarten. Aloe Vera wächst. Ich lasse das mal ein bisschen ranwachsen. Ich warte mal ab, ob die nicht größer werden. Ob wir dann vielleicht mehr davon haben oder keine Ahnung. Aloe Vera können wir dann wahrscheinlich... Das können wir eh alles essen und wir müssen jetzt erstmal 32 Baumstämme, ich weiß noch nicht genau von woher, dann vielleicht doch von hier irgendwie. Da müssen wir den Wald doch langsam... Naja, mit steigenden Ansprüchen, da müssen wir müssen die Natur ein bisschen eindämmen, damit die Natur mehr Platz hat, um sich auszubreiten, verstehst du? Wir müssen Bäume fällen, damit die Natur hat, mehr Platz hat, um sich dahin zu... Ne? Das ist klar. So, das ist schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Ich bin immer froh, wenn man so ein Thema auch mal ausdiskutieren kann hier. So. Wir machen Platz für die Natur. Und das machen wir mit viel Bravour. Ich bin da echt eine frohe Natur. Du. So, hallo Rekitz. Dem Rekitz tun wir natürlich nichts. Das ist Rekitz on the Block. Da wollen wir nichts machen. Und ich habe das Gefühl, hier wird es bald etwas gerodeter aussehen. Aus der Notwendigkeit heraus. Ich will das gar nicht, aber wir brauchen einfach so viel Holz. Boah, da hinten die ganzen Eingeborenen, da wandern sie wieder. Da links am Bildschirmrand, ich sehe es gerade. Da stehen sie alle in ihrem Dorf und wundern sich. Ich weiß es genau. Wir müssen da auch noch so eine Hütte zu Ende kriegen. Jetzt müssen wir hier noch eine Hütte zu Ende kriegen. Eigentlich müsste ich erstmal das Holz für da sammeln, damit wir überhaupt alle zu Ende kriegen. Es ist total dämlich, diese jetzt hier anzufangen. Wow, fliegt das weit. Okay, weißt du was? Ich packe die Sachen erstmal hier auf den Schlitten. Und dann fahren wir mit dem Schlitten mal darüber. Na warte, mit dir will ich euch liegen fahren. Echt, das ist ja schön. Ich freue mich sehr, Opa. So, dann düsen wir mal ganz kurz hier herüber. Und stellen das Ding hier ab. Und dann, okay, das rollt jetzt, toll, das rollt jetzt beides zur Hütte. Hä? Voll die Optik, was war da denn jetzt los? Okay, Aha, jetzt geht's. Das wäre strange, okay. Na gut, ich pack das jetzt mal hier drauf. Dann würde ich sagen, den hier auch noch. Ich würde fast sogar sagen, wir müssten den Baum... vor unserer Hütte auch noch eliminieren. Entschuldigung, Nasenkratzen ist immer wichtig. Vor allem Let's Play fängt immer irgendwann an, die Nase zu kratzen. Ich würde sagen, wir müssten den Baum vor unserer Hütte auch noch eliminieren. Wir haben hier zwar noch ein paar, aber mal gucken. Erstmal mal kacken.
Und dann können wir uns immer noch entscheiden. Auf jeden Fall werde ich erstmal die Hütte da vorne im eingeborenen Dorf fertig kriegen, weil wenn wir jetzt die noch anfangen, ich glaube, dann hängen wir hier noch alle, dann hängen wir hier noch 30 Jahre, ohne was fertig zu kriegen. Ich hoffe nur, dass die Eingeborenen uns nicht sehen, die da gerade eben waren. Huch, was habe ich denn da gerade? Habe ich gerade irgendwas aufgehoben? Ich weiß es gar nicht. Okay, das klebe ich hier mal rein. So, wir müssen dringend was essen eigentlich. Das ist gut, da fahren wir jetzt erstmal los, weil ohne Essen sinkt unsere Ausdauer rapide. Ich weiß nicht, ob das auch so stimmt, keine Ahnung. Eigentlich sollte es so sein. Aber man weiß ja nie, wie der aktuelle Stand der Dinge ist und ich hoffe... Scheiße. Ich habe sie gerade flitzen sehen da vorne. Ich hoffe nur... jetzt ist da vorne ist auch eine Gruppe. Die bleiben gerade stehen. Ich würde mich echt abfacken, wenn die jetzt anfangen loszulaufen in diese Richtung. Ich habe immer ein bisschen Bammel, ehrlich gesagt. Denn ich möchte den, ich möchte diesen ganzen Gruppen, das sind zwei Gruppen. Eine habe ich gerade noch von links gehört und da ist auch noch das sind richtige Schlägertrupps einfach. Das sind nicht mehr diese kleinen Dreierpatrouillen, die wir früher hatten. Das sind jetzt richtig krasse Patrouillen. Scheiße. Mein lieber Freund. Das ist, ich glaube, das ist ein bisschen härter geworden. So, irgendwie habe ich das Gefühl, wir holzen jetzt irgendwie... Wieso habe ich denn schon wieder diese komische Axt aktiviert? Warum ist es immer die komische Axt? Ich verstehe es nicht. Ich gehe jetzt mal was essen gerade. Unsere Gesundheit ist ja auch noch nicht so auf dem höchsten Stand. Ich weiß auch gar nicht, was die Kräuterlies machen. Steht das eigentlich inzwischen im Büchelein? Da müsst ihr eigentlich... Da waren immer diese Überlebenstipps. Hier können wir die Boote machen, Effigies, lalala. Und hier sollten ja normalerweise immer... Ich gehe mal auf den Main-Index... Crafting, do-it-yourself crafting guides. Aha. Making your own crafted items can help you survive in the wilderness. Press I to open the inventory. Weapons, Molotov cocktails, simple bombs, simple bow. A bow penny can be crafted by combining a stick with cloth and rope. Das sollte man vielleicht noch machen. Fire arrows, geil. Tools, handmade axe, fire torch. A fire torch can be made by combining a stick. Ah, das ist ganz praktisch. Habe ich auch noch nicht gemacht. Aber das mit den Kräutern, das würde mich auch nochmal interessieren, dass wir das mal machen bei Zeiten. Ich glaube, wir haben wieder einen Kanikel in der Falle. Kann das sein? Ich gehe mal Jurz jucken. So, Aloe Vera ist gewachsen. Ich glaube, wir haben keinen Kanikel mehr im Käfig. Ich glaube, da muss man immer schnell genug gucken, sonst kommen hier die bösen Räuber. Wieso kommt jetzt die Kampfmusik? Na gut, das war wohl nur eine Warnung. So, zwei Zähne ausgeschlagen, falsche Axt aktiviert. Ich sehe dich doch, Junge. Versteck dich doch nicht. So, bleib da halt so da liegen. Ist mir egal. Die Stickies nehme ich mit. Stickies mag ich gerne. Ich habe nur keinen Bock, dass da... ständig einer rumjuckelt, wenn wir versuchen, irgendwie Baumstämme zu kriegen. Das wäre mir echt, da hätte ich echt keinen Bock drauf. So, da liegt unser kleines Wegelein. Und wir, ich habe das Gefühl, wir holzen hier den ganzen Wald ab. Den gesamten Wald, Alter. Oh, voll am Jucken. Wir holzen hier einfach den gesamten Wald ab. Das macht ja gar nichts. MP3 hängt. Hallo?
Doch, Zähne haben wir noch alle dran, ne? Ich müsste mal gucken, ob ich nicht noch mehr Zähne dran machen kann. Und dann müsste man auch mal gucken, was man noch alles da dran machen kann. Das weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht. Huch. Mit dem Sepp kann man ja so viel machen, wie es aussieht. Huch. Und einen Bogen können wir uns mal craften, einfach um zu gucken, wie das ist bei den Rehen. Das würde mich einfach mal nur aus Neugier interessieren. So, damit haben wir einen Bogen. Huch. Na, toll. So, zack. Ja, vielleicht soll ich... Das war total schlau, okay. La 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 la. Ja, jetzt mach doch mal weg. So. Nein! So, das ist ein bisschen komisch, das einzeln zu machen die ganze Zeit. Nein! Ach, 5 Federn. Ich will mal 6 legen, verdammte Axt. Ich weiß gar nicht warum. So, hallo hier. Hallo? Hallo? Diese komischen Waschbären, die aber ständig drüber laufen. Das Reh ist natürlich schon seit 30 Jahren weggelaufen. Das ist wahrscheinlich schon gestorben an Altersschwäche. Weil wir so lange gebraucht... Meine ich schon wieder. Weil wir so lange gebraucht haben. Nein, was mache ich denn da? Wo ist denn... Ich sehe den Bogen da. Okay, das hat ja gut funktioniert. Kann ich den Bogen irgendwie noch weiter spannen? Ich glaube, das Reh ist gerade in den Freitod gesprungen. Kann ich den Bogen noch irgendwie weiter spannen? Der Bogen ist überspannt. Und überhaupt, was ist das denn für eine coole Waffe? Das ist gar keine Waffe. Ich kann damit gar nicht zuschlagen. Was? Wieso habe ich das? Was genau macht das? Ich habe keine Ahnung. Kann ich damit vielleicht Kräuter grinden oder irgendwas? Und wo ist das Reh hin? Bambis Mutter. Was? Ich glaube, es hackt. Hey, ich kann nicht schlagen. Wieso kann ich nicht schlagen? Ich kann nicht zuschlagen. Was ist denn das für ein Hexenwerk? Ich kann nicht zuschlagen. Hä? Ich kann auch nicht blocken. Ich kann auch nicht blocken. Was ist denn jetzt los? Ach komm, das hau ich mal ganz kurz hier drauf. Ich kann auch keine Bäume mehr fällen. Ich kann gerade nichts mehr machen. Warum ist das so? Bogen. Okay, den kann ich noch spannen. Und wenn ich jetzt auf die Axt gehe? Nee, das Blut ist darunter. Also diese rote Textur fehlt. Und ich kann mit der Axt nichts mehr machen. Ich habe keine Ahnung warum. Ist mir... Scheiße! Ah, oh, fuck it! Und ich kann nicht kämpfen, ich kann nicht blocken, ich kann gar nichts machen, ich kann nur abhauen. Das darf doch nicht wahr sein, scheiß Bugs! Das darf doch nicht wahr sein, ey, sowas Elendiges. Wir sind eigentlich... doch extrem gut. So, hier kommen die hoffentlich nicht mehr hin. Das Problem ist, ich... Ach! Oh, jetzt geht es auf einmal wieder. Oh, der Feind... Jetzt kann der Feind hierher wieder... Es darf doch nicht wahr sein. Willst du mich verarschen? Was war das denn gerade? Wieso? Ich konnte gerade mit keiner Axt blocken oder angreifen und jetzt... jetzt weiß ich auch nicht, wie soll ich denn hier wieder wegkommen. Ja, hier ist schön. Das.
Ja, Schnauze da oben, das darf doch nicht wahr sein. Plötzlich waren die da und ich komme hier nicht mehr hoch, weil hier irgendwie, was ist denn hier? Auf magische Art und Weise kann ich da hoch, aber ich frag einfach gar nicht. Ich versuche einfach mein Glück. Hier sinke ich langsam herab in die Talsenke, das heißt aber, ich kann dann hier lang, ich versuche nur irgendwie wieder nach Hause zu kommen. Das darf doch nicht wahr sein. Das glaubst du doch nicht. So ein Geschiss. Jetzt sehe ich auch nichts gegen die Sonne. Mann, hör auf. Spiel mobbt mich. Marie Gold und Coneflower. Combine. Can be used in crafting. Restores health. Okay. Habe ich gegessen? Bin ich wieder frisch. Hey! Ist natürlich eine super Idee, den Baumstamm mitzunehmen, aber ganz ehrlich ist mir... Da brennt noch der Baum. Wir sind in der Nähe, da ist unser Häuschen. Ich glaube, die Herrschaften sind weg. Was für eine Kacke. Das gibt's doch gar nicht, alter Schwede. Und ich wollte doch einfach nur mal versuchen, ein Reh mitzunehmen. Aber vielleicht war das Karma und hier Karma Elektra, die da mal vorbeigeschaut hat. Halt. Da ist unser Wägelchen. Okay, dann... Okay, ich ziehe mir mal ganz kurz eine Cola rein. So, ich muss mal wieder ein paar neue finden. Wir müssen mal wieder ein paar Köfferchen öffnen da drüben. Und, Alter, ich würde langsam echt gerne mal das Baumhaus zu Ende kriegen. Was ist denn hiermit? Ah, ist ein toter Baum, natürlich. Was auch sonst. Alter, was war das denn gerade? Ich dachte, wir sterben. Ich war fast sicher, dass wir sterben, aber zum Glück... Oh. Ja, das tut mir natürlich leid mit den Federn. Ich habe die dann trotzdem mal mitgenommen. Nicht mit den Federn, mit dem Vögelchen. Tut mir das natürlich leid. Die Federn habe ich mitgenommen. Die lasse ich einem guten Zweck zukommen. Hallo? Ist der schon eingebaut? Was macht... Der ist schon eingebaut hier, ne? Okay, ich lass die Pflanzen mal wachsen. Ich weiß gar nicht. Die nun wieder. Ich weiß gar nicht, wie lange das dauert mit den Pflanzen. So, das war doch aber nicht alles, was da vom Baum runterkam, oder doch? Manchmal verzweifle ich ein bisschen mit dem Spiel, denn irgendwie habe ich das Gefühl, dass manchmal auch viel zu wenig Loks runterkommen oder ich finde die einfach dann nicht mehr. Wie zum Beispiel dieser Einzellock hier, den kann ich jetzt natürlich hier oben reinballern. 8 Stück. Hä? Wollte ich gar nicht. 8 Stück haben wir jetzt immerhin gesammelt. So, Gesundheit voll, Ausdauer voll. Ich glaube, ich probiere mal unser Glück. Ich glaube, das wird natürlich unser Pech werden, aber egal. Wir wären schneller fertig, wenn wir die Bude direkt hier an unserem Haus machen würden, aber dann wäre es natürlich nicht mehr das, was wir ausprobieren wollen. Ich will immer noch dieses Hausdach fertig kriegen. Kostet es, was es wolle. Und ganz ehrlich, wenn die Eingeborenen so einfach wäre, dann wäre es ja vielleicht auch zu einfach, das Haus da zu bauen. Jetzt müssen wir nur gucken, wo die sind. Das weiß ich nämlich überhaupt nicht. Da hinten. So, ein einziger Lock fehlt uns da noch. Ein einziger. Dafür noch ein paar Stickies. Oh, Zähne. Alter. Was ist denn hier los?
Wie viel Stickies brauchen wir noch? Alle 18, okay. Aber die kriegen wir schneller zusammen. Ich nehme das Wägelchen und verabschiede mich hier. Wir brauchen nur noch einen einzigen. Ach, Gott sei Dank. Und die Stickies, die kriegen wir auf jeden Fall noch. Davon haben wir ja genug hier. Und dann können wir die Hütte bei uns da hinten auch machen. Und ich weiß aber noch nicht genau, wie das funktioniert mit, dem ganzen Gedöns, mit den Brücken bauen und tralala. Das weiß ich selber noch nicht. Da müssen wir selber mal schauen. Ich schiebe das Wägelchen mal wieder zurück an seine Position, an seine Parkposition, weil diesen einen Lok, den kann ich auch manuell dahin bringen. Da brauche ich nicht unbedingt den Schalitten. Ja. Hallo? Was ist denn? Warum? Was? Alter, ich glaube, ich habe mich gerade verdreht. Das ist mein Rücken hier. Lass das los. Okay, das Ding ist umgedreht. Also manchmal, okay, keine Ahnung. Und die Sonne blendet zum Glück überhaupt nicht. So, jetzt rückwärts. Nein. So, da lassen wir es stehen. Und ich gehe, nachdem ich das hier alles mitgenommen habe. Es wird Abend. Aha. Gibt ja einfach nur so ein Schaltboard. Ich weiß, wir sollten mal Bomben bauen und die vielleicht den Eingeborenen entgegenwerfen, gerade in diesen Sechsergruppen. Mist, das wird zu dunkel, ich sehe nichts mehr. Zumindest nicht, wenn wir gerade in die Sonne geguckt haben, da wird es schwierig. Ich bolze hier nochmal ganz kurz eben ein Bäumchen um. Stickies haben wir ja auch genug, wie es aussieht. Ich bolze mal eben ein Bäumchen um. Davon würde ich gerne einen Lok da vorne hintragen, heimlich. Und vielleicht noch ein paar Stickies. Ich hoffe, das klappt irgendwie. Die restlichen Loks haue ich natürlich in unser Häuschen hier rein. Und das wäre mir echt ein Jumbo-Pläsier. Ich weiß nicht genau, ob und wie wir es hinkriegen können. Wahrscheinlich überhaupt nicht, wenn man die beiden verbinden könnte. Nein, na, obwohl, ist egal. Fall ruhig dahin. Habe ich, okay. Man sieht nur noch so wenig. Ich weiß, man kann jetzt Fackeln bauen, aber leider habe ich gerade keine. So, hier brauchen wir noch 20 Lok. Oh. Na, vielen Dank auch. Hier brauchen wir nur noch 18 Loks. Und auf jeden Fall lege ich mich erstmal zum Pennern hin. Und wir haben auch schon längere Zeit nicht mehr gespeichert. Und jetzt wird es ja sowieso mal Zeit, nachdem wir die heutige Folge überlebt haben. Alter Schwede. Uaiaiaiaiai. So, essen können wir nach dem Aufstehen was. Ne? Ich glaube, das geht auch. Mach hier nochmal ein bisschen die Fackel an. Damit hier auch alles fern bleibt. So, Feuerzeug aus. Einmal pennen bis zum nächsten Morgen. Ich hoffe, das reicht. Jawohl. Und dann einmal speichern, bitte. Vorsichtshalber. Und jetzt würde ich sagen, wie hier einfach alles immer runterrieselt, wie so ein, als wäre hier so ein Müllendlager. Das dauert immer zu lange. Okay, ich nehme den letzten Lok. Ich hoffe, da ist niemand. Ich versuche das gerade irgendwie gegen die Sonne zu gucken, aber es sieht so aus. Boah, diese Büsche immer. Diese Büsche sehen immer aus, als würde einer stehen. So, Hände brauchen wir nicht, aber Stickies brauchen wir noch. Ich will zumindest noch in dieser Aufnahme, ich weiß, wir sind schon wieder ein bisschen über Gebühr, wie es so schon heißt. Ich will zumindest in dieser Aufnahme noch das Häuschen will ich also zumindest noch fertig kriegen. Ich wollte dann nämlich nur eine Aufnahmepause machen. So. In der stillen Hoffnung, dass die Folgen bis Silvester reichen, damit ich aber auch mal ein paar festliche Tage machen kann. Das wäre schön. Sollte es noch nicht Silvester sein, dann guten Rutsch. Ne, guten Rutsch ins neue Jahr, sage ich schon mal. Ich glaube, da werde ich mich auch noch zu Wort melden. Und sollte es bereits Silvester vorbei sein, ich weiß nämlich nicht genau, wann die Folge hier rauskommt, dann auf jeden Fall ein frohes neues 2015. Und ich hoffe, ne, ich hoffe nicht mal, dass seine Vorsätze in Erfüllung gehen, weil ich weiß nicht genau, ob man sich welche macht inzwischen noch. Da habe ich keine Ahnung. Die meisten machen das nämlich nicht. Ich hoffe einfach mal, dass alles
was du dir gewünscht hast oder vorgenommen hast fürs neue Jahr, fürs weitere Leben, dass das alles in Erfüllung geht. So, so machen wir das dieses Jahr einfach mal. So, wir haben die Hütte fertig. Und ich würde sagen, wir gehen auch nochmal rein. Wir gehen auch nochmal... Willst du mich verarschen? Na, das ist ja toll, wenn dann Eingeborene hinter uns her sind und wir müssen schnell in die Hütte rein, dann scheint das ja gut zu klappen. Das geht überhaupt nicht. Wieso kann ich denn nicht in die Hütte rein? Also die Sonne nervt, die Sonne nervt. Wieso kann ich denn nicht... Ist das ein Zweig? Das sind Stickies. Wieso kann ich denn nicht... Wahrscheinlich, weil die Hütte zu tief hängt und wir müssten da irgendwo unten ans Seil ran. Ich vermute nur, so wird es wahrscheinlich sein, weil der Baum irgendwie zu weit in der Erde drin ist, oder? Deswegen ist die Hütte auch so tief, also relativ tief sozusagen. So eine Kacke, ey. Also manche Sachen im Spiel, ich weiß, es ist natürlich Alpha, es ist Early Access, trotzdem ärgert man sich natürlich jetzt drüber, weil man jetzt die letzten Folgen immer diesen Scheiß gemacht hat und dann unter Einsatz des Lebens. Und dann geht's nicht. Ja, ist natürlich ein bisschen ernüchternd. Kann ich hier eigentlich das Effigy kann ich nicht wieder abnehmen? Nee. Ich glaube nämlich, das Effigy müsste ich da irgendwie wegmachen oder ich müsste die Bäume wegmachen, wenn ich da hoch will. Also die sind ja gerade überall. Okay, ich gehe mal speichern und dann überlasse ich mal dem Zukunftsgronk das Feld. Der wird das schon richten, der wird sicherlich wissen, was zu tun ist. Zukunftsgronk, also das ist so einer. Der regt sich immer mehr mich auf, aber hey, was soll's. YOLO, YOLO, Alter, ne? YOLO, YOLO. Ja, ich speichere nochmal ganz kurz und dann würde ich sagen, tschüss, im Endscreen. Och. Ja, das war die heutige Folge. Bisschen Überlänge natürlich. Ihr wisst ja, 20 Minuten sind normal. Alles darüber ist natürlich purer Luxus. Und wir haben die Hütte fertig. Wir wurden von Eingeborenen vertrieben, von Ureinwohnern wurden wir vertrieben. Unfassbar. Ich bin auf diesem Land gelandet, ich habe es sofort in Besitz genommen und die Ureinwohner verhalten sich so, als würde es ihnen gehören. Dabei bin ich doch zivilisierte Welt. Ich bringe doch Demokratie und Frieden, also gehört das Land jetzt mir. Ist doch klar, notfalls annektiere ich es und komme mit Panzern und Gewehren, um alle totzuschießen, damit sie meine Auffassung einer Lebensweise gefälligst zu akzeptieren haben, beziehungsweise auch zu leben haben natürlich. Andernfalls droht der Tod. Der Tod droht. Ja, jedenfalls... Das war's diesmal von unserer kleinen Kräuterrunde und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Forestos, Domestos, Propestos, wenn wir uns, ich glaube, auf das Baumhaus kommen wir nicht mehr drauf, ne? Das sitzt echt zu tief. Das heißt, wir gucken mal, dass wir das andere Baumhaus irgendwie fertig kriegen in der nächsten Folge, vielleicht schon, ich weiß es nicht, das wird wahrscheinlich auch wieder viele Baumstämme kosten. Uns fehlen noch 18 oder so und mal schauen, wie schnell wir da vorwärts kommen. Das soll der Zukunftsgronk regeln, da habe ich ja nichts mit zu tun, da mache ich mir die Hände gar nicht, das ist schmutzig. So, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, ciao! Ausschnitt.